Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Europa Universalis 4 mit den Österreichern. Ja, im vorigen Part haben wir ja einige Provinzen, genauer gesagt zwei, an den Österreicher verloren. Einmal Trient oder Trent, irgendwie sowas in der Art, und Kärnten. Dann haben wir noch Böhmen abgegeben oder mussten es mehr oder weniger abgeben an den Böhmer. Und wir haben ebenfalls unsere Provinzen Sopron und Pressburg verloren an Ungarn, wieder zurück durch Rebellionen. Und ich bin relativ froh, dass ich Zagreb gegründet habe, beziehungsweise Kroatien meine ich, da es sonst jetzt noch ungarisch wäre und dann hätten wir noch einen größeren Gegner im Osten. Ja, jetzt werden wir jedenfalls erstmal unser Militär wieder aufbauen und erstmal uns wieder Autorität mehr im Reich verschaffen. Nicht diese punktemäßige Autorität, sondern wirkliche Autorität, sag ich mal. Also ich werde jetzt versuchen, solche Länder wie Hanse etc. wieder ein bisschen Macht zu entreißen. Natürlich mögen die mich dann nicht, aber die kleinen Neustaaten, die ja lieben mich nicht, sag ich mal, aber die mögen mich. Und dementsprechend versuche ich auch den Ländern, die dann zum Beispiel Krieg erklärt haben wie Köln, auf jeden Fall das Stimmrecht zu entziehen und diesen Ländern geben, die uns halt mögen. Genau. Ja, jetzt stehen die da schon ein bisschen rum in unserem Land. Ich baue hier schon mal eine Armee nochmal auf. Rekrutiere mal Infanteristen, lass die Zeit mal weiterlaufen. Nee, der Franzose darf nicht durch. Staatsehe von Kroatien. Wir haben jetzt, wo sieht man das nochmal? Wir hatten hier, ja genau, wir haben 7 von 4, das kann ich leider nicht eingehen. Genau. Das kann ich, muss ich leider ablehnen. Was das ist? Achso, okay. Ja. So, also ziemlich viel schon besetzt, muss ich sagen. Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall noch schaffen, die einzelnen Länder zurückzuschlagen. Und eventuell kann man auch irgendwie nochmal reinholen, der eine unterstützt, zum Beispiel der liebe nette Armist, der nimmt das nicht an. Mit wem sind wir eigentlich verbündet? Österreich? Bündnis mit Kroatien und das war's. Okay, wir hätten es mit Kroatien annehmen können. 10 Waffen würde auch nicht annehmen. Brandenburg. Und jetzt kehren jetzt natürlich alle den Rücken zu. Jetzt, wo wir Macht verlieren. Ja, Sundgau haben wir verloren. Da oben haben wir auch verloren. Was wollen die eigentlich alle? Königliche Eroberung von Limburg. Augsburgische Eroberung von Tirol. Von Franche-Comté und einmal von Breda, genau. Ja, mal sehen, mal sehen. Krieg, Schweiz hat uns den Krieg erklärt. Und noch irgendwer. Böhm auch. Eroberung von Salzburg und... Ja, sind schon ein paar Länder. Hätten wir bloß niemals den Ungarn angegriffen. Sag ich nur dazu. Uns fehlt hier auf jeden Fall jetzt ein starker Verbündeter. Auch der Pole wird das leider nicht annehmen. Verstehe ich allerdings nicht. Ja, jetzt greifen jetzt alle an. Nee, dann ist auch jetzt alle Hoffnung eigentlich verloren, somit. Ja, machen wir mal das. Wobei, es lief ja ziemlich gut am Anfang, muss ich ja sagen. Aber jetzt halt zum späteren Laufe des Spiels, weil wenn halt einen alle angreifen, dann geht das natürlich nicht so gut. So, jetzt greift uns noch Notring an. So, Mainz hat uns auch verraten. Ja, hier bitte. Wenn dich das glücklich macht, hole ich mir noch wieder von euch. Vor allem von diesen kleinen Ländern. Da gehe ich zuerst. Da, Köln. Die kriegen noch alle ihre Probleme mit uns. So, ich versuche jetzt hier möglichst denen mal die... Okay, wir haben keinen Diplomaten. Ohne nationale Idee können wir jetzt hier machen. Was nehme ich denn da mal? Ich denke mal, ich nehme die Wirtschaftsidee. Damit wir hier mehr Geld haben. Beziehungsweise mehr, mehr Wirtschaft halt. Sonst den rechts, den Rest brauche ich alles noch nichts. Nicht, meine ich. Also das bringt jetzt ja auch nicht wirklich viel. Nehmen wir mal die Wirtschaftsidee. Falls ihr auch wieder Ideen für die Ideen habt, also für die Wirtschaftsideen, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben.
So, möglichst schnell in den Krieg, weil sonst wird es langsam extrem langweilig, muss ich sagen, auch für mich. Halt durchgehend einfach nur Besetzung zu sehen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht in solchen Spielen auch schwer spiele. Weil es halt schon auf, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube das ist auf normal, ne? Weil es da halt auch schon ziemlich, für mich zumindest schwer ist. Es mag sein, dass da wieder einige Profis in euch sind, die halt besser das spielen als ich und die sich jetzt wundern, warum ich auch schwer spiele. Aber naja, jeder fängt mal klein an. So, das wird auch alles besetzt. So, jetzt mal, geht das nicht schneller? Weil ich mal da unten. Genau, ich weiß auch gar nicht, warum die... Okay, wir haben eine extrem hohe Kriegsmüdigkeit. So, die haben wir jetzt etwas verringert. Das ist ja dann, nee, da kann mal weggehen. Um die Hälfte halbiert, das geht doch eigentlich. Unsere Diplomaten, die waren jetzt wo? Ja, 40 Autorität. Wenn sie jeder Land wegnimmt, dann mögen die uns auch. Einmal mit Polen und Brandenburg. Brandenburg hat Mecklenburg eingenommen. Ich glaube, ich weiß, wer da jetzt sauer ist. Nun ja, ich glaube, Brandenburg müssen wir auch noch irgendwann angreifen. Wir müssen die alle angreifen. Die sind einfach alle zu... Also, das kommt auch schon ein bisschen so arrogant rüber, wie die sich teilweise verhalten. Die Hanse zum Beispiel. Von der Art so. So, ja, hier kriegst Tirol. Feier dich. Kriegsgrund. Ich hol mir das schon wieder. Keine Ahnung. Sachsen. Zu der Zeit bietet mir einer ein Bündnis an. Naja. Bin ich mal gespannt. So, was will eigentlich der Schweizer? Der will Sundgau. Na, das nehme ich den auch wieder ab. Der ist auch gestürzter Prinz. Das hat jetzt wieder noch irgendwie den Krieg erklärt. Lüttich. Aha. Also da kommen jetzt wirklich die kleinsten Länder auf die größten Ideen. Von hier noch so tausende von Rebellen überall. Das kann ja gar nicht angehen, dass wir hier so viel Besetzung haben, oder? Ist doch gar nicht möglich, ey. So, ja, das geht so. Oh Gott, besetzt mich doch jetzt hier. Kann ich mal, ich hole mal den Diplomaten von Brandenburg zurück. Im Endeffekt machen sie ja eh alle kein Bündnis, deswegen... Stopp. Salzkrise. So, ein, genau. Dann hier kriegst du mal Frieden. Ne, nix Bündnis, mit dem mach ich kein Bündnis. Uns abtrennen wird. Komisch. Ich wollte doch Salzburg. Ruf zu den Waffen das Land. Hand, ja, hä? Ich bin mit der Hanse verbündet. Ach, weil ich der Kaiser bin, ne? Gegen Dänemark. Ne, ich weiß, ich verliere Autorität. Dann soll das lieber der... Ja, ist mir egal. Bin ich halt unehrenhafter Kaiser. Ich habe gerade andere Probleme. Und dann, ich glaube, jede Provinz ist jetzt gerade von mir besetzt. Und ja, ist, Prestige ist auch ziemlich gering, sag ich mal. Ja, ja, hier. Okay, jetzt. Bitte. Heftig. Ein bisschen sehr sogar. Aber was mir auch mal aufgefallen ist in dem Spiel ist, dass wenn der Gegner von einer Provinz einnimmt, dort nie Rebellion stattfinden. Finde ich halt auch ziemlich schade. Ist halt extrem unlogisch, dass es nur bei einem selber passiert. So, wir haben noch ein paar Provinzen haben wir noch.
Wobei können wir ja noch nicht mal mehr gegen unsere eigenen zur Wehr setzen, muss ich sagen. Was ist das denn? Österreichische Patrioten. Naja, das ist ja doch was. Schaffen es trotzdem wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ach, Wien gehört uns noch. Okay, das ist gut. Oh Gott. So. Machen wir volle Geschwindigkeit. Also ich werde auf jeden Fall dann, wenn wir Krieg führen gegen die kleinen Länder vorgehen, zuerst in Augsburg und so, die uns halt hier oben die Provinz weggenommen haben, Köln zum Beispiel. Und dann geht das Richtung. Ich versuche dann ein Bündnis mit Polen und dann Böhmen zu holen. Aber Polen nimmt ja nie irgendwie mal was an, obwohl wir ziemlich freundlich sind miteinander. Was mich wundert, ehrlich gesagt. Dass der da nichts macht. Oh Gott, das ist extrem schade jetzt, weil ich. Also mir hat das LP echt Spaß gemacht, bis Ungarn kam. Kommen wir gegen Ungarn, was ist das? Nee, ich lehne ab. Ich kann halt einfach nichts machen gegen den Gegner. Von Sevilla dahin. Aber wir haben auch so geringe Einnahmen wirklich dadurch, dass wir besetzt sind, dass man nicht mal richtig in Armee rekrutieren kann. Ein weißer Frieden. Meinetwegen. Von mir aus. Ja, dann hier nimm, sei glücklich. Du kannst mal ganz weit weggehen. So, jetzt sind wir noch im Krieg mit Lüttich und Utrecht. So. Flämische Patrioten stehen dann nämlich gerade rum, wie ich sehe. Und wir sind auch wahrscheinlich so stark überschuldet, dass da gar nichts mehr geht. Nee. Und das hat auf jeden Fall gar keinen Sinn mehr hier. Prinzipiell stehen wir extrem schlecht bei allen. Obwohl den Inlandstaaten, Köln etc. habe ich eigentlich gar nichts getan, das wundert mich auch. Dass wir so schlecht zu denen stehen. Und der Pole, der macht ja eh nichts, wie gesagt. Der nimmt das ja auch nicht an. Und. Ja, so. Region erfolgreich, bla bla. Okay. So, Mauern durchbrochen, da haben wir auch eine Garnison. Also das ist auf jeden Fall jetzt ein ziemlich mühsamer Weg. Also ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich lieber mit engen anderen Land neu starten soll. Aber das hat echt keinen Sinn. Aber dass das auch so sehr empfindlich ist in Euphir hier, das haben sie jetzt irgendwie mal verbessert oder so. Also das ist ja echt extrem, dass da ein gefühlte 200 Länder oder halt ganz Europa angreift. Das ist echt extrem. Nur wegen bisschen. Also das nennt man halt eine Überreaktion nur wegen so in Kleinigkeiten, sag ich mal, sowas. War ja nichts anderes. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Und wir haben jetzt auch nur noch so ziemlich hässliche Provinzen und alle so weit auseinander. Ja, das bringt mir auch nicht mehr viel. Dass unsere Thronfolge gesichert ist. Utrecht soll jetzt hier mal lieber eine Anfrage stellen.
Gegen Savoy haben wir immer einen Kriegsgrund übrigens. Das Land Böhmen, euer treuer Verbündeter. Nee, dann verliere ich halt Autorität, ist mir auch egal. Ah, der treue Verbündeter. Also das ist extrem unlogisch, dass der Kaiser wirklich aus seinen höchsten Rivalen helfen muss. Das wird er niemals machen. Außerdem vor allem nicht ohne Armee. Hoffentlich verliert er. Hoffentlich verliert er so heftig, dass er sich keine Armee mehr zusammen kann. Dann baue ich mir nämlich gerade mit ihm eine Armee zusammen. So, ja, hier. Seid glücklich. Antwerpen hat er. Jetzt hat er wirklich mal ein Handelszentrum. Ich weiß es nicht. Der hat fast ganz Holland. Naja. Was soll's. Ich sehe gerade Litauen. Das heißt, wir fallen mit ein. Ich will jetzt, das muss jetzt so. Ah ne, wir sind in. Oh Gott. Jetzt haben wir hier diese Waffenruhe da, oder wie das heißt, ne? In Sundgau. Da können wir sowieso noch nicht angreifen. Na, hätte ich jetzt gemacht, ganz im Ernst. Ich brauche nämlich meine drei Provinzen wieder, damit ich da ein bisschen mehr Größe habe. Jetzt bin ich nur mit Lüttich im Krieg. Wo ist das Land überhaupt, Lüttich? Ist das irgendwie an der belgischen Grenze oder sowas in der Art? Lüttich. Ach, da, oder? Ja, ich sehe da, da ist es. Da. Wie viel Geld nehme ich ein? 4. Von wem auch immer. Hainaut oder so. Ach so, die haben sich unabhängig erklärt. In der Tat haben die. Da müssen wir auf jeden Fall was ändern. Oh, jetzt kassiert hier gerade Breda schön. Das finde ich sehr gut. Und jetzt ist für uns die Zeit angebrochen, sich eine richtige Armee hier immer aufzustellen. So, ja, wir kriegen ein bisschen Geld dazu, das ist gut. Brauchen wir nochmal zweimal Kavallerie. Okay, wir können die Beziehung nicht mehr verbessern. Nicht erhöhen. Mit wem können wir denn nochmal... Ja, ich verlasse mich mehr auf die Auslandsstaaten, dem vertraue ich mehr als meinen eigenen Staaten. Das hat hier alles, wie auch damals in echt war. Waren die, hat die damaligen Fürsten so schlau, anstatt sich zusammenzutun, alles gegeneinander zu machen, weil jeder halt Macht wollte. Mist, der ist nicht so gut. Der von Habsburg ist, ja, der geht eigentlich. Nachfolger hatte ich ja jetzt auch, ne? Ja, genau. Ladislav von Habsburg. Genau, wir bauen hier jetzt gerade den ganzen Kram hier auf. Oh Gott, gibt das viel wieder zu tun. Warum haben wir bitte Länder wie Augsburg 10.000 Mann? Ziemlich komisch, ehrlich gesagt. So, das sehe ich gerne hier. Sehr gerne sogar. Oh, wir können hier nochmal Waffe verbessern. So, dann ist unser einziger richtiger Feind noch Lüttich. Eventuell können wir den ja ausschalten. Dann bin ich mal so frei und hol mir Lüttich. Aber wahrscheinlich erklären uns dann wieder alle den Krieg. So wie ich das Spiel kenne zumindest. In der Hinsicht. So, die Kavallerie ist fertig, kann dahin. Die steht ja dann eh gleich.
Oder Lothringen ist auch wieder so ein Land, was ich einfach besetzen will. Zum Glück sind da irgendwelche Nationalisten flandrische. Das ist gut für uns. Der stört schön Breda, so wollen wir das. Und nicht anders. So, wir haben noch wie viel Geld? 2, irgendwas. So, dann rekrutiere nochmal dreimal Infanterie, dann haben wir 9000. Dann kann ich das mal bald versuchen, die anzugreifen. So, und wir haben jetzt hier Bürokratie. Bringt uns nationaler Steuermodifikator plus 10%. Und Geld ist natürlich jetzt sehr wichtig. Dadurch haben wir sogar noch mehr Geld jetzt, logischerweise. Ja, Frankfurt haben wir auch einen Kriegsgrund. Also hier, schaut euch mal das Deutsche Kaiserreich an. Sieht nicht besonders schön aus, für uns zumindest. Böhmen ist extrem groß, obwohl die gerade mal... ja, 5 Provinzen mehr haben als sonst. Und Brandenburg ist auch zu groß. Hanse zu groß. Trier, Köln zu groß. Pfalz zu groß. Baden zu groß. Na, die haben alle Provinzen, wo die keinen Anspruch drauf haben. Das ist halt das Problem bei der Sache. Und deshalb müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. So, hier wurde jetzt auf jeden Fall Lüttich besiegt, sehe ich gerade. Da greifen wir dann mal direkt an. Weil die halt noch eine geringe Moral haben. Das müssen wir ausnutzen. Die jagen wir direkt hinterher. So, ich werde jetzt erstmal einzeln versuchen, die alten Länderstaaten zurückzuerlangen. Und dabei versuchen, möglichst halt vor allem die Provinzen, nochmal das lieber so. Vor allem die Provinzen in diesem Bereich hier, Belgien und Niederlande. Werde ich auf jeden Fall versuchen, dass wir... die auf unsere kulturelle Seite holen. Genau. So. Einer von euch kann man Jens bleiben. Einer geht. Oh Gott, jetzt will ich wieder durchgehen. Ist das sein Ernst? Dass er diese einfach besiegt? Obwohl, Waffenträger sind da, glaube ich, besser, ja. Sehe ich gerade hier. So, runter da. Ach was. Jetzt verlieren wir die Schlacht sogar. Das ist aber interessant. Tritt Luxemburg ab. Na, treten wir ab. Jetzt haben wir wichtige Staaten auf jeden Fall verloren. Sehr wichtige. So, Kredite etc. sind hoch verschuldet. Damit wir mal wieder etwas Plus bekommen und jetzt unsere Schulden zurückzahlen können. Und kann jetzt nicht mehr weitergehen. So, was hat er jetzt verloren? Der hat nichts verloren. Also das finde ich auch immer so. Irgendwie die CPUs, die müssen nie was abgeben im Krieg. So wirklich. Ach ja, na, ich weiß, warum die sich nicht bewegen können. Deshalb. Ja, also ich werde dann hier erstmal den Part beenden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich versuchen soll, das Blatt hier noch irgendwie drehen zu können. Oder ob ich versuchen soll, lieber... anzufangen, aber dann mit Land, oder ob ich hier von Remake direkt machen soll mit den Österreichern. Hätte ich auf jeden Fall auch Lust und Interesse dran. Wäre auf jeden Fall erfreut, wenn ihr einen Kommentar da lasst, genauso wie einen Daumen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall schaut beim nächsten Part vorbei, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Und dann sage ich, schau bis zum nächsten Mal.